Ungleichgewicht am Aktienmarkt, Herausforderungen in der Risikostreuung und Probleme der Nullzinsphase für Sparer in vorgebundenen Versicherungen. Mein Name ist Christoph Leichtweiß und ich darf Sie sehr herzlich zu diesem kurzen Update begrüßen. Wir blicken zunächst auf eine sehr eindrucksvolle Grafik, die die Kollegen von Harco Trust in Bad Homburg erstellt haben. Was Sie hier sehen, ist eine Übersicht, die die Big Five der USA, also die Aktien von Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet und Facebook, betrachtet. Sie sehen hier die Marktkapitalisierung in Milliarden US-Dollar in Relation dazu die großen fünf Titel aus Europa, namentlich Nestle, Roche, LVMH, Novartis und L'Oreal. Sie sehen schon hier die Differenz in der Marktkapitalisierung, also in der Bewertung an der Börse, wirklich beeindruckend. Und der breite deutsche Aktienmarkt mit rund 63 Aktien hier in Grau im Vergleich. Also die Bewertung an den Börsen zeigt doch einiges. Wenn wir den Umsatz betrachten, stellen wir dennoch fest, dass es noch eine große Differenz gibt zwischen den Tech-Titeln und eben dem gesamten deutschen Markt. Also sprich, da hat Deutschland noch die Nase vorne. Aber wenn man auf die Gewinne blickt und das dann hier sehr interessant auf der rechten Skala, dann sehen Sie, dass eben diese fünf Tech-Titel aus den USA, die Sie hier sehen, einen Gewinn haben, der sich auf diesem Niveau befindet, und alle deutsche Unternehmen, die man hier betrachtet, das sind insgesamt 63, eben ein gutes Stück darunter liegt die Big Five aus Europa, auch hier nochmal in der Relation. Also können Anleger sich die Frage stellen, brauche ich überhaupt noch was außer den US-Tech-Titeln? Der Blick in die Vergangenheit lässt natürlich diese Argumentationskette durchaus zu. Alles, was man im Portfolio hatte, was sich nicht in den USA und nicht im Bereich Technologie bewegt hat, hat im Endeffekt den Markt respektive die eigene Depotentwicklung hier belastet. Wir sehen das nochmal auch sehr schön dargestellt, wenn wir den S&P 500, also den Leitindex für die USA, nicht auf Basis der klassischen Betrachtung analysieren, sondern wir unterstellen, dass die Titel hier gleichgewichtet sind, also nicht die klassische marktkapitalisierungsgewichtete Logik. Auch hier sehen Sie diese Differenz, die sich in den letzten 5 Jahren speziell aufgetan hat. Also das ist auch ein Indiz dafür, inwieweit die eben gezeigte Grafik hier wirklich zu einem starken Auseinanderfallen führt. Und warum es auch für aktive Fondsmanager so schwer war, den Markt zu schlagen. Wer nicht nur auf Tech gesetzt hat, der hat eben entsprechend hier das Nachsehen. Das Ganze trifft aber nicht nur die Betrachtung innerhalb eines Marktes, wie hier am Beispiel des UX-Marktes dargestellt, sondern auch auf der regionalen Ebene ist das ein großes Thema. Hier nochmal für Sie mitgebracht. Sie sehen, in blau dargestellt, Aktien USA gemessen am S&P 500. Hier wieder die klassische marktkapitalisierungsgewichtete Variante, wie sie auch häufig in ETFs zu finden ist. Und in rot sehen Sie die Aktien aus Industrienationen ohne die Titel aus Nordamerika. Und Sie sehen hier die relative Entwicklung, die Schere, die sich aufgetan hat in den vergangenen 10 Jahren, die nochmal die Aussage untermauert. Sie sehen schon hier 184% Wertentwicklung in den letzten 10 Jahren für die Aktien USA, 77% für die globalen Aktien ex Nordamerika. Also das zeigt auch nochmal sehr deutlich, warum die Gewichtung von US-Titeln heute nochmal nach oben geht. Das ganze Thema einseitige Entwicklung können Sie aber nicht nur auf Basis der regionalen Verteilung oder der Gewichtungsmethodik erleben. Sie können das Ganze auch sehen, wenn Sie sich Stilfaktoren betrachten. Vereinfacht gesprochen Wachstumstitel gegenüber Substanztiteln, sogenannten Value-Titeln. Und auch das nochmal hier mitgebracht am Beispiel des globalen Aktienmarktes im MSCI World. Hier in türkisblau die Wachstumswerte, die Entwicklung in den vergangenen 10 Jahren 261%. Sie sehen die Value-Titel nur bei rund 119%. Also auch hier wiederum diese massive Schere, die sich aufgetan hat. Das ganze Thema einseitige Entwicklung, die natürlich nun auch dazu führen kann, dass sie beispielsweise Aktienfonds halten, die sich immer stärker in Richtung Nordamerika respektive Technologie orientieren, sofern es die Anlagerichtlinien zulassen, dass sie Mischfonds haben, die immer stärker auf die Trendthemen Digitalisierung setzen. All das ist natürlich erklärbar vor dem Hintergrund der Aussichten und vor dem Hintergrund der Entwicklung in den vergangenen Jahren, aber im Portfolio-Kontext müssen wir uns natürlich durchaus mal die Frage stellen, inwieweit es gut ist, wenn im Portfolio nahezu alle Bestandteile sich ähnlicher ausrichten. Von daher der Denkanstoß an dieser Stelle, Blick auf die großen Positionen der eigenen Fonds, diese vielleicht mal zusammenzuaddieren und zu überlegen, ob die Gewichtung vielleicht etwas einseitig wird, was die regionale Perspektive angeht, vielleicht auch zu einseitig, was die sektorale Ausrichtung angeht. Also das Thema, mit dem Anleger sich momentan beschäftigen können.
Wenn wir das Thema Zusammensetzung nicht nur auf der Aktienseite betrachten wollen, sondern auch im Portfolio-Kontext, dann stellt sich die Frage, wo gibt es noch Risikostreuung? Wie soll ich eigentlich die verschiedenen Vermögensklassen, Aktien, Immobilien, Anleihen, Gold und Co. entsprechend gewichten? Soll ich die nominal gewichten? Also jede Vermögensklasse bekommt einen gewissen Anteil, also beispielsweise 50% Aktien, 50% Anleihen. Soll man es nach Risiko gewichten? Aktien schwanken ja stärker, also beispielsweise 80% Anleihen und 20% Aktien, damit beide Anlageklassen gleichmäßig zum Risiko beitragen. Diese Fragen muss man sich stellen und auch die Gewichtungsmethoden hatten jetzt ihre Herausforderung hier mal dargestellt, die Risikogleichgewichtungsmethode dementsprechend. Und auch da sehen Sie hier diese Risikostreuung, die in der Vergangenheit sehr, sehr gut funktioniert hat. Die hat ja jetzt auch in den letzten Jahren ihre Herausforderungen. Sie sehen es auch, 17% Kursverlust im Corona-Crash. Also dieses Thema Gewichtungsmethoden innerhalb der Vermögensklassen relevant, wenn wir nur auf den Aktien- oder Anleihenmarkt schauen, aber insgesamt auch relevant, wenn Sie Vermögensklassen übergreifend denken, eben im Gesamtkontext Ihres Portfolios. Risikostreuung ein schwieriges Thema, Diversifikation tut Not. Das Thema Risikomanagement kann man über verschiedene Methoden angehen. Eine Methode ist es beispielsweise über trendfolgebasierte Indikatoren zu arbeiten, das auch häufig aktuell in Varianten vertreten, beispielsweise der betrieblichen Altersversorgung, sofern Fonds eingesetzt werden, wo eine Garantie notwendig ist, aber auch in Riester-Fonds-Sparplänen, das ein großes Thema. Und wir sehen hier insgesamt, dass die Anleger aufgrund der vorgeschriebenen staatlichen Garantie zur Fälligkeit entsprechend prozyklisch agieren müssen. Also wenn die Aktien fallen, werden Aktien verkauft und Anleihen gekauft. Und nachdem die Aktien sich erholt haben, werden die Anleihen verkauft und die Aktien gekauft. Also genau das Gegenteil von dem, was man sich als Anleger eigentlich wünscht. Man möchte eigentlich antizyklisch sein, aber der Risikomanagementprozess zwingt die Anbieter in die prozyklische Variante. Und wenn sie dann noch innerhalb der Verträge Fonds haben, wie Sie es hier sehen. Sie sehen hier in blau dargestellt den klassischen Aktienfonds und Sie sehen in orange den gleichen Aktienfonds, also das gleiche Aktienportfolio, aber eben aufgrund der notwendigen geschilderten Zwänge mit einer Risikosteuerung. Dann sehen Sie eben hier diese Lücke, die sich entsprechend auftut. Das heißt, diese Kapital- respektive natürlich risikogesteuerten Modelle haben zum einen eine Prozyklik innerhalb des Vertrages und dann noch innerhalb des Vertrages bei den zugrunde liegenden Fonds zusätzlich eine gewisse prozyklische Komponente. Also auch hier gilt, werfen Sie einen Blick in Ihre Versicherungsverträge, wenn es sich um vorgebundene Varianten mit Garantien handelt. Überprüfen Sie, wie diese Garantien zustande kommen. Schauen Sie, wie das Anlegerverhalten hier entsprechend gesteuert wird. Schauen Sie, welche Fonds enthalten sind, weil auch das muss klar sein. Wertpapiere innerhalb von Versicherungspolicen, die kann man nicht nur alle 30 Jahre, nämlich bei dem Abschluss des Vertrages und bei Beendigung betrachten, sondern gerade im aktuellen Niedrigzinsumfeld sollte man hier den Blick drauf richten. Also, wir sehen schon, losgelöst von den Diskussionen über die zweite Welle einer Covid-19-Pandemie und den handelsrechtlichen Diskussionen und der Wahl in den USA, haben wir doch viele Themen, die Anleger handwerklich beschäftigt. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Erfolg, bleiben Sie gesund, bis bald, auf Wiedersehen.